Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Shadow of the Colossus. Das heißt wahrscheinlich doch nicht willkommen zurück, denn ich habe mich dazu entschieden, das Video ein bisschen anders zu schneiden, nämlich an der ersten Stelle, die ich bereits angekündigt hatte, den ersten Cut zu machen und das dann einfach hier diese neue Aufnahme mit der alten Aufnahme zusammenzuschneiden. Hat einen ganz einfachen Grund. Nach dem Koloss hier kommt nicht mehr viel. Das ist der letzte. Und dann würde im Zweifel diese Folge nur 5 Minuten oder 10 oder 15 dauern. Je nachdem, wie lange ich jetzt noch brauche, um rauszukriegen, wie ich den kaputt kriege. Da ich mich aber nicht noch zwangsweise wieder eine Stunde hier mit beschäftigen möchte, hoffe ich einfach mal, dass das schneller geht und entsprechend, dass ich dann die Folgen so zusammengeschnitten haben werde, dass wir eben die erste wieder so bei 30 Minuten, glaube ich, hatten und diese hier dann im Endeffekt auf etwa 50 oder was landen wird. Alles ein bisschen kruselmuselig, ich weiß, aber alles im Dienste der Wissenschaft. Ich habe auf jeden Fall meine kleine Pause, die ich ja, wie gesagt, dringend brauchte, genutzt, um zu vergessen, wie man an dem Koloss hochklettert. Nein, vor allen Dingen auch um die Fritzelbritzel ausfindig zu machen. Dabei handelt es sich wohl um Münzen. 79 sind im Spiel versteckt, über alle Schwierigkeitsgrade verteilt. Und wenn man diese 79 Münzen alle gefunden hat, gibt es als Belohnung, zumindest soweit wie bisher bekannt, ein Schwert. Dieses Schwert richtet mehr Schaden aus und verringert meine eigene Regeneration. Das ist erstmal alles. Es wird spekuliert, dass vielleicht, eventuell und möglicherweise doch noch irgendwie was mehr hinter diesem Schwert steckt, denn es ist das Schwert von Dormin, dem Dämonen, der uns hier beauftragt hat, die ganzen Kolosse zu töten, um unsere Freundin wieder zu beleben. Warum? Warum zum Geier ist er jetzt nicht in der Hand hängen geblieben? Entsprechend wird spekuliert, dass möglicherweise man mit Hilfe dieses Schwertes noch irgendwas mehr verändern kann. Aber dazu gibt es noch kein Material. Also es hat noch keiner wirklich was Entsprechendes gefunden. Nur eben, dass es diese 79 Münzen gibt. Spekuliert wurde zwischenzeitlich auf 70, weil eben auch nur 70 gefunden wurden und jetzt wurden halt noch die letzten ausfindig gemacht. 79 gibt es, dann kann man in einen geheimen Raum unter dem Schrein. Bin ich jetzt endlich oben auf der Hand. So. Kletter da hoch jetzt. Ich will mich da jetzt hinstellen. Und will das Schwert einmal auf die Schwachpunkte ausrichten. Oh! Moment, dann. So. Ja, wenn man genauer hinguckt, sieht man auch tatsächlich, was man machen muss. Das ist doch ätzend. Ja, aber dann geht die Folge wenigstens wirklich nicht so lange. Und dann nehme ich ihn jetzt hier einmal auf die Rübe. Habe ich mir das Schwert ausgestattet jetzt? Ich habe immer noch den Bogen gehabt. Kollege, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen war, aber du bist hier ziemlich stationär. Und weil dem so ist, kannst du mich ja nicht abstellen. Und weil dem so ist, steche ich erstmal schön an deiner Schwachstelle vorbei. Weil ich ein Idiot bin. Manchmal zumindest. Jetzt tut's weh, Kollege. Sobald du still hältst. Dein Getanze nutzt dir nichts. Du kannst dich wehren, so viel du willst. Ich steche. Und es tut dir ein bisschen mehr weh als ein normaler Bienenstich. Darauf nicht zu schütteln, meine Ausdauer ist gleich vorbei. Also aufgebraucht.
Stille halten, sonst falle ich gleich runter und muss wieder von vorne anfahren. Muss ich erstmal ein bisschen Ausdauer generieren. Gib es doch nicht. So, das reicht jetzt schon. So, und jetzt halt still. Dankeschön. Ein Treffer kriegst du noch. Und das war's. Der Dämonenkoloss, der brennende Koloss. Morgul, glaube ich, oder irgendwas in der Richtung heißt hier. Heißt er Morgul? Morgul. Ich habe es gelesen. Der letzte Koloss ist gefallen. Wir fallen auch und die Schatten nehmen mal wieder Besitz von uns. Und da kriegen wir jetzt die Endsequenz zu Gesicht. Und wie schön er in der Luft zusammenbrechen kann und liegen bleiben kann. Wundervoll. Die Reiter. Sie kommen über die wunderbar nicht so ganz stabile Brücke. Ist das ein Zwerg? Nein, es ist nur ein kleiner Mensch. Okay. Hätte mich jetzt auch gewundert, wenn jetzt noch Elben und Zwerge hier auftauchen. Was seid ihr, die Wächter der Kolosse? Dann habt ihr ganz schön versagt, Freunde. 16 Kolosse sind gefallen. Lord Emon. Ich müsste eigentlich vorne liegen, wenn das passiert. Nein. Das klingt nicht wirklich vertrauenserweckend. Da liegt immer noch unsere Freundin. Da ist der letzte Koloss. Da liegen wir. Moment, sind wir deshalb nicht zurückgebracht worden, weil uns sonst immer Argo zurückgebracht hat? Jetzt sind doch wohl nicht wir auch tot? Nein, okay. Oh, oh, das sieht aber nicht so gesund aus. Okay. Wir sind aus dem Himmel gefallen, offensichtlich. Das ist unser Schwert. Da kommen die Schatten. Wir sehen nicht gesund aus. Wir sehen überhaupt nicht gesund aus. Ich wollte sagen, wir haben Hörner bekommen, aber unsere Haut ist auch nicht schön. Das glaube ich nicht. Du warst es also doch. Hast du eine Ahnung, was du angerichtet hast? Du hast nicht nur das Schwert gestohlen und dieses verfluchte Land betreten. Du hast auch den verbotenen Spruch benutzt. Dass es so weit kommen musste.
Du wurdest nur benutzt. Ah, das sind ein Gefäß für die Kolosse. Für Nichte die Quelle des Bösen. Sieh doch, er ist von den Toten besessen. Los, beeil dich! Er hat das Knie verfehlt. Er hat nur den Oberschenkel getroffen. Wir sind also immer noch ein Abenteurer. Besser, wir befreien ihn von seinem Elend, als ihn in diesem verfluchten Zustand zu belassen. Schwarzes Blut. Ich glaube nicht, dass das funktioniert hat. Und wie hat er die Klinge so weit durch uns durchstecken können? Hallo? Ich lag auf dem Boden. Im Steinboden. Ja, zieh schon raus, das Ding. Und er will immer noch zu ihr. Interessant ist ja, dass die ganze Zeit quasi keine Veränderung an ihm sichtbar war, bis er jetzt den letzten Koloss besiegt hat. Wir selbst werden zum Schatten. Wir werden größer. Ich hoffe, es sind Flügel, keine Spinnenbeine. Ihr habt unseren Körper in 16 Teile zerlegt. Ich wusste es, um unsere Macht auf alle Ewigkeit zu bannen. Wir, Dormin, sind erneut erstanden. Er wurde wieder erweckt. Wir haben den Körper dieses Kriegers geliehen. Du musst den ganzen Schrein versiegeln, bevor es zu spät ist. Dormins Zorn. Trophäe erhalten. Moment, nein, nein, nein. Du sollst die Tante da wieder beleben. Ich sehe nicht mal einen. Da. Muss ich euch jetzt wirklich töten? Ich kann mich kaum umdrehen.
Kann ich jetzt echt nur einmal Feuer spucken? Die vier da laufen wunderbar gemütlich da hinten hin. Ach, diese Steuerung in dem Fall wieder, ne? Ach so, hätten wir das Feuer spucken können. Jetzt sind die uns entkommen. Hätte ich sie besiegen müssen können, dürfen, sollen? Sattelt mein Pferd. Verschwinde, widerliches Biest. Jetzt werden wir eingesaugt. Steuerung hat uns also einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wobei ich nicht weiß, ob wir alle Wilde besiegen können. Er zieht erstmal nur den Schatten aus uns raus. Will nicht. Ich zieht jetzt so lange, bis ich keine Ausdauer mehr habe. Ich will zu ihr nach da vorne. Ich habe keine Wahl. Ich kann mich hier festhalten, bis ich keine Ausdauer mehr habe und dann werde ich am Ende doch eingesaugt. Und ich halte mich so lange fest, bis ich nicht mehr kann. Aber es lässt sich nicht vermeiden. Jetzt ist es soweit. Und da reiten sie einfach wieder weg. Kommen, gehen, da haben wir in der Zwischenzeit nur Blödsinn gemacht. Naja, eine Säule fehlt und alles bricht zusammen. Ah, die sind doch nicht schnell genug, oder? Zumindest den hintersten erwischt ihr auf jeden Fall. Na komm. Warum auch immer da jetzt die Säulen aus der Brücke rausbrechen. Ja.
Und sie erwacht. Nun, naja, zumindest. Ist sie am Ende wieder am Leben. Wie versprochen. Und die weiß überhaupt nicht, was los ist. Hallo. Er hat überlebt. Wenn auch offensichtlich mit einem gebrochenen Bein. Das ist für den Sturz schon echt gar nicht so schlecht, Kumpel. Das heißt, am Ende haben wir uns selbst geopfert, um sie zu retten. Wobei ein gebrochenes Bein für ein Pferd nicht so schön ist. Aber er ist ja kein Rennpferd. In memory of Susan Benedict, the heart of our studio, you touched our lives every day. You encouraged us with your words and of kindness and... Warum macht man sowas so schnell? Nun gut. Das war Shadow of the Colossus und ich sehe gerade, die Folge hat auch schon ihre reguläre Zeit. Das heißt, es wird tatsächlich die vorletzte Folge sein, die die 50 Minuten erreicht hat. Diese hier bleibt bei dieser Zeit als finale Folge. Und das ganze Hin und Her, was vorher war, ignorieren wir jetzt einfach mal. Ja, viel Story gab es im Spiel eigentlich nicht. Wir wollten wahrscheinlich unsere Liebe wiederbeleben, retten, wie auch immer. Sind einen Pakt mit einem Dämon eingegangen. Der hat uns beauftragt, 16 Kolosse zu töten. Das haben wir erledigt. Dann stellte sich heraus, die 16 Kolosse waren Teil seines eigentlichen Körpers. Also wurde gesplittet in 16 Teile. Wir haben dafür gesorgt, dass er seine Macht wieder erlangt. Er ist wieder auferstanden. Hat Besitz von uns ergriffen. Wurde aber direkt wieder verbannt. Und trotzdem ist unsere Liebe wieder auferstanden. Wovon wir nicht mehr viel haben, weil wir tot sind. Gut. Die Credits. Wir lassen sie laufen. Macht man so. Und bei Dead Space 2 habe ich, falls es keiner mitbekommen haben sollte, die Credits tatsächlich im Schnelldurchlauf laufen lassen. Hier denke ich, sind etwas weniger Leute beteiligt. Und entsprechend lasse ich die Credits einfach mal komplett laufen. Zumal wir noch ein bisschen Zeit haben. Wir sind allerdings immer noch in Asien. Korea. Jetzt sind wir in Amerika. Wunderbar. Die Namen werde ich jetzt einfach mal nicht vorlesen. Wie gesagt, es ist ein sehr hübsches Spiel, ein sehr schönes Spiel. Bisschen kurz eigentlich. Und vom Inhalt her jetzt auch nicht wirklich überragend. Also die 16 Kolossi waren wunderbar gestaltet. Sie waren teilweise ein wenig zu leicht, meiner Meinung nach, zu besiegen. Aber hier haben wir quasi noch ein bisschen Credit Scene, End Credit Scene.
Dunkelschwitz zusammen. Und damit gibt es keinen Weg mehr in das verbotene Land. Arme und reine Seele. Nun wird niemals wieder jemand diesen Ort betreten können. Oder ihn verlassen. Solltest du am Leben sein, falls es überhaupt möglich ist, in diesem versiegelten Land zu leben, dann wirst du vielleicht einst für deine Taten Abbitte leisten. Das Schwert hat er ja vorne ins Wasser geschmissen. Ich weiß gar nicht. Shadow of the Colossus wurde auf der PS3 dann, als die Auflage kam, zusammen mit Ico angeboten. Vom gleichen Macher, glaube ich, oder vom gleichen Machern. Ich weiß nur nicht, wie weit es mit Shadow of the Colossus zusammenhängt. Wenn es da einen direkten Zusammenhang gibt, werde ich schauen, ob ich Ico auch noch irgendwo bekomme. Vielleicht kommt da ja auch ein Remaster. Und dann werde ich das auch irgendwann auf meinem Kanal spielen. Die Tränke ist leer. Ein Baby mit Hörnern. Wir sind wieder ein Baby. In Ico geht es um zwei Personen, das weiß ich. Ich kann mir nicht vorstellen, oder ist es der Nachfolger? Nun gut. Das große Problem ist, hier gibt es quasi kaum Nahrung. Kaum Wasser. Erstmal sind die jetzt sowieso in der Wüste und wir haben ein Pferd mit einem gebrochenen Hinterlauf. Hinterbein, wie auch immer. Vermutlich gebrochen. Oder sie hat vielmehr. Wie will die hier ein Kind großziehen? Vor allen Dingen, wenn keine Möglichkeit besteht, dieses Land, dieses Gebiet in irgendeiner Form wieder zu verlassen. Ein bisschen traurig ist das ja schon, wie Argo da vorhumpelt. Aber gut. Wir wünschen ihnen alles Beste. Der Tempel scheint aber noch etwas größer zu sein, als man vorher vielleicht den Anschein hatte. Schön ist es da, ja. Ach, guck mal. Ein Reh. Für Nahrung ist also gesorgt. Ja, ich weiß. Bambi! Kennt wohl noch keine Menschen. Oh, sie ist eine Disney-Prinzessin. Die Vögel, Eichhörnchen, ein Pferd, Rehe, also ein Reh. Und wir folgen dem Flug des Vogels. Was ist das? Ist das ein Falke? Könnte auch was Adlermäßiges sein.
Ich habe schon mal in irgendeinem Spiel oder in irgendeinem Let's Play erwähnt, ich bin kein Ornithologe. Aber ja, ich glaube, es ist was Adlermäßiges. Die Flügelspitzen verraten es, meine ich. Könnte auch der Geier sein, der uns die ganze Zeit angefiebt hat, als wir durch die Ebene geritten sind. Hat die Folge aber auch wieder ein bisschen mehr. Das heißt, tatsächlich ist es so, die letzte Folge wird die lange sein. Und die hier wird etwas länger. Electronic Arts. Okay. Wusste ich gar nicht. Oh, jetzt ist dunkel. ...2006 bis 2018. Copyright. Published by Sony Interactive Entertainment Europe. Ende. Schön, dass wir uns darauf hinweisen. Wie gesagt, ich fand, das war ein super Spiel. Was Schönes für zwischendurch. Und ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Und dann sehen wir uns. Ah, den Träger des Flusses erhalten, Trophäe. Drücken Sie vor einer Kolossstatue im Schrein R2, um den Zeitangriffsmodus zu starten. Schön. Damit können wir dann neue Sachen freischalten. Modi, neues Spiel Plus und Spiegelwelt sind jetzt verfügbar. Aber das war's dann jetzt. Was kommt jetzt hier noch? Da fliegt jetzt wieder ein Vogel. Ist das wieder der Start? Ich erinnere mich gar nicht mehr an das Intro-Video. Lassen wir mal nochmal nebenbei laufen. Also wie gesagt, es war ein sehr schönes Spiel. Bisschen knapp bemessen. Vom Inhalt der Spielwelt her finde ich ein bisschen sehr knapp. Die Kolosse waren wie gesagt wunderbar. Und ja, es scheint tatsächlich... Genau, es ist wieder das Intro-Video. Das hatten wir schon. Die Kolosse waren wunderbar. Die meisten etwas zu leicht, aber sie sahen halt super aus. Das Spiel selber wunderhübsch. Und wie gesagt, wenn ich rausgekriegt habe, was Ico hiermit genau zu tun hat, und vielleicht sogar, wenn da ebenfalls ein Remaster kommt, werde ich das auch noch irgendwann auf meinem Kanal spielen. Aber wahrscheinlich eben nur, wenn es wirklich direkt etwas mit Shadow of Colossus zu tun hat. Ja, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und während der Wanderer mal wieder die Leiche seiner Freundin zum Tempel schleift, verabschiede ich mich euch mit dem Bild des Mondes. Bis dahin, euer Stöffel.